Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so den Zug, den kennen wir, der fährt sogar zumindest 3 Meter. Weil das ist der Zug von unserer neuen Linie, der 4 Stationen Interregio. Ja, und jetzt, wir haben hier halt Wartezeiten, das habe ich aber auch gesagt in der letzten Folge. Wir haben die Strecke nie optimiert, weil das ging eigentlich fast gar nicht mehr. Eben wegen der Performance, wenn man da oben drüber fliegt, alle Linien offen hat. Das ist fast nicht mehr zu machen. Was wir noch machen können, habe ich auch angesprochen. Nämlich dann Linien, die 2 Städte anlaufen. Und das werden wir auch weiterhin machen. Jetzt haben wir aber erstmal noch wahrscheinlich eine längere Fahrt vor uns. Weil, wenn wir da mal fahren können, dann kommen wir auch ein bisschen vorwärts. Und es ist dann doch ein bisschen Strecke. So, wir begeben uns in Position. Ich hätte gerne ein bisschen Höhe. Ah, schön, da kommt gerade ein Güterzug daher. Ja, also macht halt schon Spaß. Es wurde auch gerade noch vorgeschlagen, heiße, wenn die Staffel dann zu Ende geht, wenn das dann mal soweit ist, fahr doch nochmal mit der Universallinie mit. Ja, finde ich eine gute Idee. Können wir tatsächlich machen. Hier fahren wir hier nur durch? Aha, okay. Ja, ich dachte halt, war auch, aber nö, waren wir nicht. Wir fahren hier durch. Das ist, glaube ich, sogar der ellenlange Güterzug, den wir hier haben. Eben, Universallinie mitfahren. Ja, können wir machen. Mit der Hybridlinie können wir nochmal mitfahren. Wir werden die Anlage mit Sicherheit nochmal ein bisschen auskosten, würde ich sagen. Wenn wir sie jetzt schon haben. Es ist aber halt noch nicht ganz so weit. Ich möchte hier noch ein bisschen weiterspielen. Das Update kommt schon bald. Ich möchte das jetzt hier eigentlich nicht einfach so weit ziehen, bis wir das Update dann haben. Also das ist auch nicht die Idee. Es würde aber auch nicht schaden, wenn wir halt tatsächlich aufs Update hin dann vielleicht eine neue Staffel beginnen. Das ist aber auch noch nicht gesagt. Wir schauen Tag für Tag, was wir machen. Bei mir macht die Map einfach immer noch Spaß. Also wenn wir die Performance haben, die haben wir, wenn wir hier unten sind. Das sieht man. Das funktioniert. Ich finde die einfach sehr cool. Mir gefällt die. Ich finde halt wirklich dieses gemeinsame Gleis nutzen extrem cool. Da habe ich schon x-mal gesagt, dass uns halt Güterzüge entgegenkommen auf den gleichen Gleisen. Völlig andere Personenzüge. Das macht einfach schon Spaß. So, und jetzt haben wir tatsächlich freie Fahrt. Aber das wird nicht allzu lange dauern. Das kann ich euch versichern. Die Frage ist, wann wir wieder stehen. Jetzt stehen wir wieder. Okay. Weil hier geht es eben auch durch den Bahnhof durch. Das ist das, was ich meinte mit die Linie. Es hat absolut nicht optimiert. Wir haben das genommen, was das Spiel uns vorgeschlagen hat. Und das ist natürlich nicht unbedingt das Beste. Weil dann wird einfach der schnellste Weg gesucht. Und wenn der durch belebte Bahnhöfe durchführt, dann haben wir das, was wir jetzt haben. Dass wir dann halt auch mal vor den Bahnhöfen ein bisschen rumstehen. So wie wir das gerade tun. Aber schön. Man sieht, sie fahren. Also der TGV ist hier in Bewegung. Die Güterzüge sind in Bewegung. Die sind halt einfach auf unserem Gleis im Moment. Und das ist dann natürlich einfach dem geschuldet, dass wir eben die gleichen Gleise nutzen. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Eben, was mir nicht gefällt, das stand auch nochmal in den Kommentaren. Wenn man irgendwie mal ein bisschen warten muss vor einer Weiche, vor einem Bahnhof, das ist nicht schlimm. Aber Überland, wenn wir halt tatsächlich Überland die Situation haben, dass wir nicht mehr vorwärts kommen. Das ist natürlich dann nicht mehr schön. Da kommt noch ein Schienenbus, während hinten der ICE in den Bahnhof reindüst. Oder düst der durch? Das könnte auch noch sein, dass das hier nur die Durchfahrt ist vom ICE. Wüsste ich jetzt nicht mehr auswendig. Aha, da hat jemand ein Knöpfchen gedrückt. Und wir dürfen uns auch wieder in Gang setzen. Wunderbar. So, da nochmal ein Schnellzug. Ja, hier ist auch schön einiges los. Wunderbar. Und hier fahren wir, wenn ich mich nicht täusche, eben auch einfach durch. Ja, wir sind ja unten. Nach Murksbach sind wir unterwegs. Und das hier ist definitiv nicht Murksbach. Das ist... Moment, ist da hinten eine Kirche? Wenn da hinten eine Kirche ist, so ist es Weißwasser. Nee, ich sehe die Kirche nicht. Dann ist es wahrscheinlich sogar Heisenberg-Siegel. Ist jetzt auch eigentlich egal, was es ist. Hauptsache, wir können fahren. Wir wechseln mal nochmal das Gleis. Genau, dann sind wir nämlich wieder richtig. Und haben weiterhin freie Fahrt. So. Ja, ich freue mich aufs Update. Ich wurde ein paar Mal gefragt, jetzt auch im gestrigen Stream nochmal. Ja, logisch. Das ist ein kostenloses Update. Wie soll man sich da nicht drauf freuen? Und ich kenne Urban Games inzwischen und ihr natürlich auch. Nehme ich an. Die haben noch nie irgendwas abgeliefert, was nicht gut wäre. Es gibt Updates, die hat man kaum gemerkt. Es gibt aber auch Updates. Da haben sie wirklich fast das Spiel nochmal neu erfunden. Oder zumindest halt die Performance endlich auf den Stand gebracht. Dass man da auch mit mehreren Linien spielen kann. Dieses endlich meine ich nicht böse, weil das muss ja ein Prozess sein, das geht ja nicht anders. Du musst ja dazulernen und das ist das, was Urban Games seit Train Fever jetzt auch gemacht hat. Dazulernen und stetig das Ganze verbessern und ich sage gerne nochmal,
das alles kostenlos. Es gibt bei Transport Fever 2, auch bei Transport Fever 1 etc., keine Ingame-Käufe, es gibt keine Mods, die was kosten, es gibt keine DLCs, die irgendwie zu Buche schlagen. Es kostet einfach alles nichts, wenn man das Spiel hat. Und das ist schon, ja, sehr bemerkenswert. Deswegen sage ich das auch gerne nochmal. Aha, wir haben wieder Standzeit. Ist das hier? Ach, guck mal, das ist der Kringel, genau. Hier geht's auf die Brücke rauf. Im Idealfall. Da nochmal schön der gelbe Zug. Aha, er kann fahren. Warum können wir nicht fahren? Wir müssen wahrscheinlich warten, bis der da oben ein Signal passiert, weil das ist wieder die Brücke, wo wir keine Signale setzen konnten. Wir haben ja so eine Brücke nochmal irgendwo und da haben wir die Brücke unterteilt. Da ist die Hälfte auf einer Insel und deswegen konnten wir dann dort Signale setzen. Weil sonst, hier haben wir natürlich einfach den Effekt, der Zug muss erst die Brücke verlassen da hinten, bevor wir die Freigabe bekommen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass man auf der Brücke keine Signale setzen kann, weil grundsätzlich geht das ja. Also wir haben bei allen anderen Brücken die Möglichkeit, Signale zu setzen. Ist ja nicht unwichtig, wenn man, hallo BR103, wenn man hat eine längere Brücke baut, aber hier, die ist halt schon auch cool, weil hier daneben dann gleich tatsächlich die Autos fahren. Parallel hier zu unseren Zügen, die hier unterwegs sind. Immer etwas sehr Schönes, wie ich finde. Und hier das Bild mit der Kirche im Hintergrund. Hat doch auch was. Der Kringel ist eh cool. Ich mag halt, wenn wir Kringel haben. Vor allem, wenn das dann irgendwie auf eine Brücke führt oder so, finde ich irgendwie relativ nett. So, wir setzen uns wieder hin. Und enjoyen die Fahrt, damit wir mal wieder irgendwie was Englisches drin haben. Ja, nee, ich weiß. Aber ich bin ja auch nicht ein Mensch, der die ganze Zeit so Sachen drin hat. Ich habe letztens irgendeine YouTuberin gesehen. Puh, ich musste abstellen. Das war wirklich, jedes zweite Wort war irgendwie Englisch und dann war es noch falsch. Also ich weiß nicht, wie man, aber das sind halt junge Leute, was soll's. Wir haben früher auch so geredet. Vielleicht nicht Englisch, aber halt auch mit Worten, wo wahrscheinlich unsere Eltern dachten, sag mal, Junge, Schule, mal irgendwie so ein bisschen aufpassen. Ja, das ist halt, junge Menschen, das ist schon okay. Wie komme ich jetzt drauf? Keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. So, wir fahren wieder. Ja, da hinten, das müsste Weißwasser sein, mit, da mit der Kirche, oder vertue ich mich jetzt völlig? Naja, auf alle Fälle ein cooles Städtchen. So ohne angeschrieben. Ja, es ist nicht mal, dass sie nicht angeschrieben sind, sondern ich verliere relativ schnell bei so einer Fahrt die Orientierung. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Also dahingehend, mir könnte man bald alles erzählen, was da als nächstes kommt anstatt. Hier müsste links Pettendorf sein. Weil das erkenne ich dann wieder an dieser Autobahnbrücke oder Autobrücke. Ist das ne? Doch, das ist eben die Autobrücke. Genau, doch, doch. Stimmt schon. So, für die Strecke nach Murksbach, da müssen wir natürlich sozusagen die Insel wechseln. Wir düsen da eins rüber und jetzt haben wir tatsächlich freie Fahrt. Sehr schön. Ich möchte nochmal ein bisschen nach vorn, weil wir haben da oben irgendwie nochmal so ein Grafikding drin gehabt. Das muss nicht sein. Ja, Kollege IC. Schön. Ja, irgendwo in der Pampa, aber herrlich. Wenn in der Pampa Züge fahren, dann ist der Heise glücklich. Dann hält das auch in der Pampa aus. Das ist kein Problem. So, ich muss mal gucken. Wir haben noch eine neue Mod vom Jude Strecken. Vom irren Chinesen, wie ich ihn liebevoll immer nenne. Ein Zirkus. Habe ich auch geladen schon. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir in der Folge noch dazukommen, uns das kurz anzusehen. Wir müssen nicht hetzen. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir machen das nach und nach. Jetzt sind wir bei unserer neuen Strecke mitfahren. Also von daher werden wir das jetzt auch mal in Ruhe genießen. Ich wollte das nur schon mal gesagt haben, dass man es weiß. Das ist wieder der orange Holländer. Ja, jetzt hier passt. Hier kommen wir voran. So, nochmal schnell ein bisschen die Rübe drehen. Dass wir den Zug nochmal ein bisschen sehen. Mit dem Städtchen im Hintergrund. Ja, wenn man jetzt hier die Performance sieht. Ich sage nochmal, es geht eigentlich noch. Also es ist spielbar. Aber man erkennt halt hier schon, dass wenn man was anderes macht, ein bisschen höher. Und dann alle Linien da eingeblendet werden. Das ist eigentlich fast klar, dass das fast nicht mehr geht. Es sind zu viele Linien, zu viele Fahrzeuge. Weit über 1000 Fahrzeuge, wahrscheinlich 500 Linien oder noch mehr. Das muss alles berechnet werden. Jeder einzelne Sim, der geht arbeiten, steht auf, muss irgendwo hin, benutzt den Zug, benutzt die Busse, benutzt irgendwie sonst was. Das ist alles, was berechnet werden muss. Also ich habe wirklich volles Verständnis dafür, dass wir hier Performance-Probleme haben. Nach 200, was haben wir jetzt, 50, 60 Folgen? Das ist aber fast immer nicht mehr zu handeln. Aber es geht ja noch. Deswegen ist es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, noch okay. Wir wissen jetzt, was wir nicht mehr können. Also irgendwelche Linien über mehrere Städte.
da kriegst du die Krise. Bei der Diashow, die man da hat. Aber hier eben zwei Städte verbinden und dann mitfahren, das funktioniert tatsächlich immer noch. Und natürlich jetzt den Zirkus vom Huge Dragon dann noch irgendwann mal uns ansehen, das geht natürlich auch. Hier haben wir wieder ein bisschen Beton in der Brücke drin, während hier eine wunderschöne Dampflok daherkommt. Das werde ich in einer künftigen Staffel mit Sicherheit dann auch nicht mehr haben, weil ich jetzt sicher eher darauf achte. Wenn wir irgendwie von der Brücke eine Weiche ziehen, irgendwo hin, dann werden wir bei der Brücke das Ganze so machen, dass die kein Geländer hat, weil dann funktioniert es nämlich, ohne dass da irgendwie ein Geländer dann im Weg ist. Weil so geht's nicht, das sieht man. Da ist immer irgendwie dieser, wie ist das ein Bug? Ja, im Prinzip natürlich schon irgendwie, aber nicht vom Spiel, sondern von der Mod im Prinzip. Dass das nicht zurückgerechnet wird. Aber ich so, frag mich nicht, wie man das zurückrechnet. Ich kenne mich mit Modden nicht aus. Ich bin Endnutzer. Und kann nur sagen, was dann eben nicht gut ist. Und das wäre hier eben bei den Brücken. Dass diese Geländer dann immer so backen. Ja, da hinten wäre noch was gewesen. Aber hier haben wir gerade ein bisschen Wald. Ist ja auch schön durch den Wald durch. Hat was Gemütliches, finde ich. Und jetzt sind wir hier in Murksbach, wenn ich mich nicht täusche. Oder vor Murksbach zumindest. Ja, nochmal ein Tunnel rein. Ja, doch, das da unten, das müsste Murksbach sein, glaube ich. Aha, nochmal kurz warten. Wir sind wieder, nee, doch nicht. Wir sind wieder im Bereich eines Bahnhofs. Ich muss sagen, wir fahren doch erstaunlich flüssig jetzt gerade. Weil eben, ich sag's nochmal, die Strecke ist nicht optimiert. Wir haben nicht mal geguckt, wie die Signale stehen. Klar, das sind Gleise, die wir haben. Da sollten die Gleise oder beziehungsweise die Signale eigentlich auch richtig stehen. Ja, trotzdem, man hätte natürlich dann doch wahrscheinlich das eine oder andere noch geändert. Jetzt bei der Strecke. Und dafür, dass wir das nicht gemacht haben, läuft das tatsächlich sehr gut. Jetzt haben wir immer noch keine Passagiere. Finde ich bei so einer Strecke eigentlich noch interessant, dass da nicht Leute mitfahren wollen. Aber jetzt mal gucken. Ob jemand einsteigt. Ja, jetzt steigen die ersten ein. Okay, oh ja, da steigen sogar viele ein. Das musste erstmal irgendwie durch die Presse, glaube ich. Dass diese Strecke hier jetzt auch Murksbach anläuft. Und deswegen, ja, steigen die erst jetzt ein. So, es geht nach Großschwabhausen. Das ist wieder einmal ganz rüber. Und jetzt muss ich überlegen. Nachher geht es nach Berlin rein, genau. In den schönen, riesigen Bahnhof. Und danach geht es von dort aus wieder nach Bad Bromille. Das ist im Prinzip dann die ganze Strecke. Und das ist im Prinzip fast ein bisschen einmal über die Map, wenn man es genau nimmt. Und wenn wir jetzt bedenken, dass wir wahrscheinlich bei gewissen Bahnhöfen wieder nochmal ein bisschen warten müssen. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir den Zirkus vom Huge Dragon wahrscheinlich erst morgen dann sehen. Aber ich hoffe, das ist okay, wenn wir hier das so machen. Dann haben wir im Prinzip haben wir eine ganze Folge wahrscheinlich Mitfahrt. Das ist doch auch cool. Dann sehen wir die Anlage eben nochmal. Das ist ja das, was ihr euch eh gewünscht habt. Eben die Universallinie nochmal befahren. Wir befahren jetzt zwar nicht die Universallinie, aber wir befahren halt tatsächlich im Prinzip die ganze Map. Einmal außenrum. Hallöchen in Murksbach, schöne Grüße. Ja, in luftiger Höhe wieder ein Schnellzug. Schon schön, wenn man halt irgendwie, wie soll ich sagen, ja, wenn man sehr viele Folgen gemacht hat und dann mit den Zügen mitfährt. Ich liebe es. Weil man halt dann wirklich, man sieht halt alles nochmal, was man so gebaut hat. Dann fällt dann plötzlich ein, stimmt, hier hatten wir einen Zirkus. Den hatten wir ja auch schon irgendwo. Also nicht den vom Huge Dragon, einen anderen. Dort haben wir irgendwie keine Ahnung und hier haben wir noch dieses. Das ist schon sehr cool. Da unten habe ich gerade noch einen Zug gesehen. Wo fährt der denn lang? Ach, das war kein Zug, das war er hier. Möchte ein Flugzeug? Nee. Kein Flugzeug. Irgendwas? Nee. Naja, egal. Ach, die Wolken sind halt schon auch nett, finde ich. Also das ist schon auch eine sehr coole Mod. Hallöchen Metronom. Und Hallöchen Güterzug. Jawohl, sehr schön. Mit dem wunderbaren Wagen hinten dran. Herrlich. Und wir hier volle Pulle. In der Mitte der Gleise. Ohne dass wir uns beirren lassen. Wir haben freie Fahrt. Nach Großschwabhausen. Das ist ja fast schon wieder ein bisschen im Schnee drin dann. Oh, da fällt mir auch ein. Da fällt mir noch ein. Ich muss ja beim Streaming-Dingens, den, wie sagt man dem denn? Dieses Bild, wo ich am Anfang sitze, da ist immer noch Schnee. Da wurde mir empfohlen, doch vielleicht mal Frühling zu installieren vom lieben Arnie. Jo, mache ich. Mache ich heute noch. Wir streamen zwar erst wieder nächsten Freitag, aber dann geht's mit Sicherheit nicht vergessen, wenn ich das dann vielleicht gleich noch mache. Wir hatten ja noch was. Ne, das habe ich gemacht, genau. Dass wir uns nochmal die größten Städte ansehen. Das haben wir gemacht. Und da haben wir ja herausgefunden, Kommen ist die größte Stadt. Was ich nach wie vor sehr erstaunlich finde.
So, da hinten ist unser Beach-Ressort. Und wir düsen hier. Das ist nicht Großschwabhausen, das ist klar. Sondern hier fahren wir wahrscheinlich wieder durch. Zumindest im Idealfall fahren wir hier durch. Ja, das habe ich vermutet, dass wir hier eine Standzeit haben. Mal gucken, wie lange die dauert. Wir haben Rot. Wir sind geduldig. Sind immer noch rot. Wir sind immer noch geduldig. Nein, ich bin geduldig. Da, ja, guck mal. Also das ist sicherlich problemlos. Dass du hier halt mal irgendwie 10, 20 Sekunden stehst. Ja, kein Problem. Aha, wir müssen einmal ganz rüber. Oh, wir schlängeln. Das müsste man eigentlich auch noch mal kurz mitnehmen. Das war genau die falsche Richtung. Und bei der Performance ist die Cam relativ langsam. So, aber ich denke, ein bisschen sieht man es. Ja, guck mal hier. Schön, wie der sich reinschlängelt hier. So, immer noch 36 Leute an Bord. Mal schauen, ob hier noch zusätzlich reinkommen. Ja, wenn dann nicht viele. Behaupte ich mal so, wie das aussieht. Achso, wir fahren sowieso durch. Ne, dann steigt sowieso keiner ein. Ja, ne, dann nicht, bitte. Nicht irgendwie einfach reinspringen. So, ich suche gerade die vernünftige Position. Hier war sie. War schön hier mit diesen vielen Gleisen in der Nähe des Bahnhofs. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Und hier er, der blockiert uns nicht. Ne, wir haben hier ein anderes Gleis. Der muss da warten, bis... Wer kommt da daher? Ein Güterzug. Bis der da seine Passage gekreuzt hat wahrscheinlich. Und dann kann er dann auch fahren. Salut, salut. Ja, auch hier. Einfach mal durchfahren. Kein Problem. Ein kurzer Halt. Und dann heißt es wieder gib ihm. Hier stehen dann doch auch schon wieder ein bisschen Züge. Also in die Gegenrichtung. Ja. Je nachdem. Richtig. Werden wir hier dann nochmal vorbeischauen. Das ist natürlich auch immer gut, wenn man so eine Fahrt dann mal wieder macht, wenn die Anlage ein bisschen größer ist. Definitiv, weil man sieht genau das. Aha, guck mal hier, Gegenseite. Da haben wir Stau. Weil das ist immer relativ schwierig zu sehen, wenn man die ganze Zeit am Bauen ist und Sachen macht. Wenn dann an der anderen Ecke oder in der anderen Ecke alles steht, das kriegst du fast nicht mit. Weil das ist ja kein Fehler im Sinne des Spiels. Da kriegst du eben auch keine Meldung, dass da ein Fehler ist. Und das sind einfach Züge, die warten. Und da musst du halt wirklich, also musst du nicht... Aber es ist dann schon nicht schlecht, wenn du eben mal wieder durch die Anlage durchfährst mit dem Zug. Und wenn es auch wirklich nur ist, deswegen, um festzustellen, wo was klemmt. Also wir machen das natürlich nicht, um festzustellen, wo was klemmt, sondern weil es Spaß macht. Aber der angenehme Nebeneffekt, der ist ja tatsächlich, dass du auch rausfindest, wenn irgendwo Stau ist. Ja, Ludmillas haben wir ein paar, wie man sieht. Immer schön mit dem Zuckerwagen. Die transportieren Nahrungsmittel, nehme ich an. Wahrscheinlich der hier nach Murksbach oder Städtchen davor. Und hier, guck mal, da habe ich noch gesagt, das ist genau der gleiche Zug wie den wir haben. Da stand in den Kommentaren, nee, nee, das ist nicht der gleiche, das sieht nur ähnlich aus. Da bin ich beruhigt, dann haben wir eben den Zug ja doch nicht zweimal. Und sonst sage ich gerne nochmal, wäre eigentlich auch egal, weil es ist ein cooler Zug. Und coole Züge können wir meinetwegen auch 10-mal auf der Anlage haben. Ah, Dampflokomotivenzeit. Schön. Muss warten, bis der Kollege hier kommt. Einmal over the bridge. Da vorne Kesselwagen. Ach. Schaut einfach nur cool. Können wir fahren oder wollen wir da in die Gleise rein? Ja, nee, da ist rot. Da müssen wir schnell Geduld haben, bis der Güterzug da weg ist. Sollte aber auch nicht Ewigkeiten dauern, behaupte ich mal. Außer von hier hinten. Ach nee, ich wollte gerade sagen, außer von hier hinten käme nochmal so ein schwerer Güterzug, aber das ist nicht der Fall. Da bin ich natürlich froh. Hier haben wir nochmal den Güterzug mit der amerikanischen Lokomotive, wenn es denn eine amerikanische ist. Oh ja, hier mit diesen Geräten hinten drauf. Genau. Eieiei. Cooler Zug. Weiß ich noch, wie wir den installiert haben. Weil zuerst haben wir den installiert, ohne dass er was transportiert hat. Das weiß ich noch, weil, wie soll ich sagen, ich wollte den Zug haben, die Wagen haben. Wir hatten aber nicht das, was wir transportieren können damit, gerade zur Hand. Und dann haben wir den einfach so mal installiert. Und später haben wir den ja dann wieder angepasst. Dass wir eben tatsächlich dann auch wirklich das entsprechende Stück gut transportieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist. Wahrscheinlich Baumaterial. Ist ja egal. Auf alle Fälle, der fährt jetzt auch nicht einfach nutzlos. Der fährt vernünftig. Schön, wusch, 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 ja. Ja, der Sound, das ist halt schon auch sehr wichtig.
während wir hier gerade in der Röhre drin sind. Da sage ich immer gerne, ließ sie wohl nicht anders bauen. Weil ich bin tatsächlich kein Freund davon. So, durchfahren ist ja okay, aber eben. Und auf die Map runter gucken, in dem Bereich fährt einfach gar nichts, das fährt alles unterirdisch. So, jetzt, ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind. Lass mich mal gucken. Da hinten ist was. Mhm. Das könnte, nee, doch nicht. Er hat auf alle Fälle einen Hochbahnhof. Also wir düsen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zur Güterzentrale hoch. Und dann hinten wieder runter und das, ui, das dauert ja noch ewig, bis wir in Großschwabhausen sind. Wenn das stimmt, was ich sage. Wir sehen es gleich. Ja, sagen wir mal so, bis jetzt ist hier irgendwo nirgends eine Güterzentrale zu sehen. Aber, ja, nee, stehen tun wir auch nicht. Der fährt wieder da vorne. Das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht, der stand. Und wenn du dann so weit vorne nochmal einen Zug hast, ja, wir können wieder. Das könnte dann schon auch Stau bedeuten. Oh, schön. Schöner Güterzug hier mit Stahl und Holz. Ah, herrlich. Oben Flugzeug. Achtung, Berg. Piano. Nicht übertreiben. Dankeschön. Was war das denn? Berührt der da den Berg? Habt ihr das gesehen? Der ist gehoppelt. Warum hoppeln denn hier unsere Flugzeuge? Fährt er da oder fliegt er da tatsächlich ein bisschen in den Berg rein? Ja, müsste man sich auch nochmal ansehen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir dann angekommen sind wieder in Bad Promille, dann habe ich diesen Berg wieder vergessen. Und das Flugzeug eben auch. Ich muss gestehen, ich bin nicht mal ganz sicher, ob wir die Fahrt heute fertig bringen. Weil das ist eine ewig lange Fahrt. Also das hat fast ein bisschen schon was von der Universallinie dahingehend, dass wir einfach nicht jede Stadt anlaufen, sondern nur bestimmte. Aber im Prinzip den Weg eigentlich fast schon haben, wie wenn du hier tatsächlich mit einer Universallinie unterwegs bist. Ist ja aber auch okay. Wir möchten ja fahren. Also das hat alles völlig seine Richtigkeit. Hier sind wir schön im Berg drin. Ja, genau. Kesselwagen. Ich muss aber, glaube ich, meine Meinung nochmal revidieren, dahingehend, dass wir hier nicht zur Güterzentrale kommen. Oder doch? Weil ich weiß natürlich jetzt nicht auswendig, was das Spiel irgendwie an Strecke für uns vorgesehen hat. Weil wir es einfach im Prinzip übernommen haben. Nee, da ist doch weit und breit keine Güterzentrale, sag mal. Hier hinten? Nö. Berg. Berg und Depot. Passt. Aha. Okay, ich habe keinen Plan, wo wir sind. Aber es wird schon passen. Doch, nee, doch, guck mal da, da ist sie, die Güterzentrale. Ja, okay, dann war mein Verdacht, der kein Verdacht war, tatsächlich nicht falsch. Hier fahren wir, glaube ich, auch nochmal mitten durch. Wenn wir den fahren können. Und jawohl, tatsächlich. Einmal die Güterzüge passieren lassen und auf geht's. Ja, da ist auch nochmal Kollege mit ganz vielen Kesselwagen unterwegs. Oh, jetzt ist wieder rot. Okay. Aha. Warum halten wir denn hier? Das ist zwar eh gut. Ist das ein Signal, das uns ein bisschen vorher anhalten lässt? Das, oh, huch. Das ist natürlich... Ui, da ist wieder ein Flugzeug. Das ist natürlich dahingehend nicht schlecht. Ja, dass man nicht direkt bei der Weiche steht und dann irgendwie die Züge fast schon ein bisschen sich berühren. Wenn man hier ein bisschen zurückgesetzt ist. Das ist schon in Ordnung. Schade, Flugzeug ist weg. Sah gerade relativ cool aus, finde ich. So, kriegen wir grün? Ne. Da ist nochmal was. Ja, eben. Wenn wir jetzt die Strecke konzipiert hätten, beziehungsweise wir hätten sie optimiert, dann kann ich euch natürlich sagen, dann würden wir hier nicht durch den Bahnhof durchdüsen. Das sind eben so die Sachen, die ich gemeint habe damit. Ja, eben. Dass wir da nichts optimiert haben. Gar nichts. Es ist aber tatsächlich okay, wir kommen hier eigentlich problemlos durch. Wir hatten jetzt nochmal eine kleine Standzeit. Komplett egal, man muss mal bedenken, was wir hier machen. Wir fahren hier durch x-fach benutzte Gleise durch. Schön hier mit dem Stellwerk. Ja, und hier sind wir in unserer Güterzentrale, wie man sieht. Soll ich mal nochmal ein bisschen Höhe generieren? Jawohl, da sehen wir unseren Zug. Nochmal ein bisschen zurück, genau. Und da sehen wir die anderen Kollegen, die hier zugange sind. Hält sich jetzt eigentlich noch in Grenzen, was hier gerade reinfährt? Also da hatten wir schon andere Momente, als wir hier waren. Definitiv, wo dann wirklich hier einfach nur noch Züge unterwegs waren. Ich hab's gleich. Moment. Ich muss mein Dach wiederfinden. Jetzt. So, freie Fahrt nach unten. Nach oben sieht man eher schwierig. Hier die Kesselwagen, hier die Holz.
Transporteure, die müssen auch kurz warten. Und jetzt haben wir hier aber für ein Momentchen gerade wieder 60 Frames. Ist schon interessant. Ja, aber es stottert ein bisschen. Seht ihr das? Ja, das seht ihr sicher. Aber angezeigt wurden gerade tatsächlich 60 Frames. Hatten wir schon lange nicht mehr. Aha, Kesselwagen können fahren. Die hier nicht. Ja, aber hier unten ist dann, glaube ich, langsam Feierabend. Also da kommen keine weiteren, die warten müssen. Das meine ich. Ja, wir benutzen halt tatsächlich einfach stinkfrech Gleise, die wir schon x-fach benutzen. Eben. Hätten wir das optimiert, das Ganze wäre das möglich gewesen mit der Performance, dann würden die nicht hier langfahren. Und deswegen staune ich aber umso mehr, dass wir hier so freie Fahrt haben, weil das macht ja nichts, wenn sie hier langfahren. Guck mal, wir düsen einfach durch. Absolut kein Problem. Auf die Brücke rauf. Da vorne steht dann, glaube ich, einer. Ja, der fährt aber auch. Und dann haben wir hier nämlich, was haben wir denn hier für ein Städtchen? Ich weiß es gar nicht. Das ist sicher nicht Groß-Schwabhausen. Hier werden wir sicher nicht zum Bahnhof düsen, sondern wir werden hier nochmal, glaube ich, über den Berg rüber. Da hinten sehen wir eh den Schnee. Da hinten müsste Groß-Schwabhausen ungefähr sein. Aha, er fährt schon wieder. Sehr schön. Nochmal drehen das Ganze. Weil wir können ja nochmal kurz ins Städtchen reingucken. Auch hier nett halt mit der Straße daneben. Finde ich auch schon immer sehr nett. Und da hinten nochmal die Bahn. Genau, das weiß ich noch, dass wir das da gebaut haben. Das weiß ich noch. Das war ordentlich ein Gebastel und hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, das ist halt Transport Fever 2. Macht halt Spaß, wenn man bastelt. Schön hier die Kirche im Dreieck drin, im Gleisdreieck. Und wir gehen gar nicht in die Stadt rein, wie man sieht, sondern wir fahren hier an dieser Passage oder auf dieser Passage an der Stadt vorbei. Im Prinzip sogar unterirdisch, wie man sieht. Und dann müsste hinten dann schon bald mal eigentlich Groß-Schwabhausen sein. Ja, da sieht man schon. Guck mal, das hier. Das ist Groß-Schwabhausen da hinten. Schöne Sicht hier nochmal. Ja, wobei viel sehen tut man nicht. Da hinten ist die Brücke, die ich angesprochen hatte, mit der Insel in der Mitte. Die haben wir wirklich einfach dahingestellt, die Insel, damit wir eben die Signale dort noch aufstellen können. Viel Güterverkehr hier in Groß-Schwabhausen. Ja, die brauchen natürlich auch Benzin, die brauchen auch Nahrung. Auch hier sehr ansprechend der Sound, definitiv. Wir können nochmal kurz raus, hier ist die Performance auch viel besser. Dann sehen wir ihn eben nochmal kurz schlängeln. Ach, ist schon ein schöner Zug, finde ich. Hinten mit dem Panorama. Ist das ein Panoramawagen? Ist das ein Panoramawagen da hinten? Das war gerade der New Generation, der uns hier gekreuzt hat, während ich hier mit der Kamera... Aber es ist tatsächlich extrem auffällig. Also hier haben wir wieder Performance. Ja, ohne Ende ist übertrieben, aber es ist halt flüssig. Zumindest, wenn ich mich drehe. Hier, sehr flüssig. Müssen wir warten? Ja, das sieht dann doch eher nach Warten aus. Wir haben hier halt auch einen kleinen Bahnhof. Tatsächlich. Und der ist wahrscheinlich dann doch auch langsam hier an der Grenze. Ich werde mal kurz aussteigen. Jetzt bin ich... das kann ich nachher schnell machen. Jetzt bin ich aber praktisch immer sitzen geblieben. Also jetzt bitte keiner schreiben, ich sei ungeduldig. Nein, bin ich nicht. Schön, er fährt hier raus. Ja, ist wieder der Kollege, wo ich dachte, das ist im Prinzip der gleiche Zug wie der, den wir haben. Und dann kann er natürlich fahren und dann können wir eben auch fahren. Wenn der da vom Gleis weg ist. Na, jawohl, geht schon, er fährt. Hier, das ist natürlich ein Panoramawagen. Und zwar ein klassischer, wie ich finde. Wenn wir hier nochmal schnell gucken. Ja, doch, doch, das ist natürlich auch ein Panoramawagen. Da sitzen auch Leute drin, denen gefällt das hier. Erste Klasse, okay. Der teurere Spaß. Wir können aber noch nicht fahren. Er muss erst am Signal vorbei, das macht er aber gerade. Das heißt, wir steigen hier wieder fröhlich ein und begeben uns wieder aufs Dach. Jetzt habe ich sogar die Stelle auf einen Schlag gefunden. Auch nicht schlecht, habe ich auch nicht immer. Manchmal ist wirklich die Suche dann noch nach der richtigen Stelle auch noch, dass das ein Momentchen dauert. Aha, freie Fahrt in den Bahnhof rein. Very good. Jawohl, wir düsen hier rechts weg. Ui, hier warten Leute. Schaut mal. Ich glaube nicht, dass die auf uns warten. Wobei, wir fahren natürlich jetzt von hier aus nach Berlin. Das kann natürlich schon sein, dass die auf uns warten. Das werden wir gleich sehen. 83 Leute können wir mitnehmen. Das ist jetzt nicht so die Masse. Aber ein paar sind's. So, mal gucken. Noch mal ein bisschen Höhe. Die Türen öffnen sich. Dann erst bitte die Leute rauslassen. Dankeschön. Und jetzt die Leute rein.
Wahrscheinlich keiner. Oh doch. Doch, doch. Ja, doch, doch. Die warten, glaube ich, tatsächlich auf uns. Ui, guck mal. Ja, das Ding ist voll. Okay. Ja, nach Berlin wollen dann alle. Das ist interessant. Wir sehen es unten. Unterwegs nach Berlin Hauptbahnhof. Und schön hier der Bahnhof tatsächlich. Ja, guck mal, mit den Häusern außenrum. Finde ich schon auch extrem cool. Das sieht doch klasse aus. Das hat halt was, wenn ein Bahnhof so zwischen den Hochhäusern ist und die Stadt im Prinzip dann fast schon um den Bahnhof rumgewachsen ist. Das ist einfach nett. So, sehr schön. Nochmal ein bisschen runter. Das war genau die falsche Richtung, die wollte ich. Und dann steigen wir wieder ein. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, also die Strecke fertig kriegen wir nicht. Da haben wir tatsächlich morgen nochmal ein Stückchen, wo wir mitfahren können. Das ist ja auch schön. Mal gucken, wie nah wir jetzt noch an Berlin rankommen. Das machen wir mit Sicherheit noch. Und ich denke aber von Berlin zurück nach Bad Promille, das werden wir dann morgen machen. Und jetzt Berlin ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo wir dann je nachdem doch auch nochmal ein Momentchen warten. Aber eben sonst, das ist ja nicht schlecht. Jetzt haben wir wirklich einfach eine komplette Folge mit Fahrt. Finde ich eigentlich schön. Hat doch was. Weil wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, eine komplette Folge. Wir versuchen verzweifelt diese Linie zu optimieren, beziehungsweise hinzukriegen. Ja, da gefällt mir das hier wesentlich besser, muss ich gestehen. Weil ich optimiere ja gerne, so ist es ja nicht. Es ist transportiver, das macht auch Spaß. Aber dann, das geht halt dann nicht mehr. Wenn du irgendwie wirklich nur noch irgendwie, keine Ahnung, 10, 8 Frames hast, dann wird es halt dann doch eher träge und bitter mit der Zeit. So, hier haben wir aber auch freie Fahrt. Hier ist eigentlich gar keiner unterwegs. Unten haben wir ein bisschen Verkehr. Das müsste dort der Ciruno TEE sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Der da übers Wasser düst. Oh, auch ein schönes Bild hier. Tag, Kollege. Und da kommt der richtige TEE noch daher. Ja, ich wollte den Sound noch mitnehmen. Da müssen wir jetzt schnell warten natürlich, weil der muss erstmal da vorne vom Gleis runter, beziehungsweise er muss uns unseren Teil, unser Gleisteil sozusagen freigeben, indem er das Signal passiert. Und dann können wir nämlich auch wieder mitdüsen. Jawohl, das ist jetzt passiert und der TEE kommt auch gerade daher. Guten Tag, auch ein sehr schöner Zug, wie ich finde. Oh, wunderbar, ach, es ist schon schön, was man hier alles sieht. Aber Freunde, wir sind leider mit der Folge zu Ende. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich mache jetzt kurz Folgendes. Ich halte den an, damit er uns nicht davon fährt. Und dann sagen wir Tschüss mit einem schönen Zug, die alle gerade wegfahren. Wie fies ist das denn? Guck mal da. Ich düse mal nach hier hinten. Ich danke euch fürs Zusehen. Den Rest der Fahrt, den werden wir morgen machen. Hoffe, ist okay. Danke fürs Zusehen. Bis denne. Tschüss.